Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Kanal Review Reloaded. Heute mit dem guten Uncle Kevinson, der mich auch bei der Rubrik schon am Anfang ganz gut unterstützt hat mit konstruktiver Kritik und Verbesserungsvorschlägen und ähnlichen. Und er hatte sich auch angemeldet und jetzt ist er auch endlich dran. Jetzt, wo es das neue Bewertungssystem gibt und alles irgendwie ganz Neues, aber irgendwie auch nicht. Und fangen wir doch mal an. Let's get serious. Schauen wir uns deinen Kanalbanner an. Ich glaube, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich kann nur sagen, dass seine Projekte darauf vertreten sind. Also Mark of the Ninja, Fest und die anderen beiden Figuren kann ich gar nicht zuordnen. Außer dieses komische Dinosaurier-Vieh ist von Far Cry, dem DLC von Far Cry. Und sieht sehr schlicht, aber trotzdem recht schick aus. Trotzdem finde ich, ein bisschen dunkel gehalten. Ist natürlich auch ein ganz gutes Stilelement. Aber bei Uncle Kevinson sind meine Anforderungen natürlich extrem hoch. Und ihr werdet auch noch sehen, warum. Deswegen für das Kanal war nach 4 von 5 Punkten. Wie gesagt, ist er jetzt eine kleinere Rubrik als vorher. Das mit dem Kanalbanner gibt ja nicht mehr so viele Punkte. So, gehen wir mal kurz rein auf genau 150. Eine gewohnte Zoom-Rate. So rum, wie auch immer. So, dann schauen wir uns zuerst mal die Ordnung an. Und da muss ich sagen, merken wir uns die ersten drei Videos. Hier 6, 69 und 42 und schauen mal in die Playlist. Da sehen wir hier 6, 49, 69 müsste hier sein und 42. Alles gut geordnet, gibt's nichts zu meckern, Ordnung, volle 10 Punkte. Alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch sehr enttäuscht. So, dann schauen wir uns mal das Kanalvorstellungsvideo an und ich wünsche euch dabei, Moment, viel Spaß. Los geht's! Hey du, ja dich meine ich, magst du Let's Plays? Ja? Stehst du auf Action? Oh, das ist so viel Action, ich halte dich aus. Ja, ich halte mich fest, es ist einfach zu fest. Ja! Ja! Bullshit! Guck mal da! Feuer! Fress, Münze! Nimm sie alle! Und jede Menge Fail. Und wieder die falsche Taste gedrückt. Verdammt. War ja, bevor wir es gesehen haben, wie ich mir hochkomme, ich bin schon wieder tot. Komm ich mir runter, ohne zu sterben jetzt? Ach ja, da waren ja solche Steine. Da sind die. Das war ja alles nur zur Belustigung. Das ist alles mit Absicht. Das ist alles inszeniert und eingeplant. Jeder Sprung, jeder Tod steht genauso im Manuskript des Fails. Denn ja, dann bist du ja genau richtig. Denn hier herrscht... Guck, hier geht's ab! Bei Auftreten, Anzeichen von Hirnschäden, Selbsthass und Realitätsverlust übernehmen wir keine Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder. Ja, das war der Kanal-Trailer bzw. das Vorstellungsvideo. Extrem lustig, wie ich finde. Brauchen wir auch gar nicht mehr zu sagen. 10 von 10 Punkten, absolut gerechtfertigt. Sowas könnte es ruhig öfter geben. So, dann zu den Videos. Und zwar schauen wir doch einfach mal bei Grid kurz mal rein. Vorher die Einstellungen überprüft, das machen wir mal aus. Und hier sehen wir 1080p. Ich kann euch auch schon vorweg sagen, dass er bei allen anderen Videos auch 1080p hat. Und zur Auswertung der Videoqualität kommen wir natürlich nach einem kurzen Videoausschnitt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Grid 2 hieß. Ja, ein bisschen Action wäre nicht schlecht. Das ist der Bugatti, wie heißt der, Veyron oder so, ne? Das ist der doch. Das schnellste Fahrzeug der Welt oder so. Das ist eigentlich immer noch... Bis in die Top 3 gefahren. Ja, leider nur fast. Noch bin ich Vierter. Oh, hier ist doch die Kurve ein bisschen fies.
Ja, neigte den anderen McLaren doch noch ein bisschen zu weit nach einzuschlagen. Aber ich habe keine andere Wahl, ich muss das Fahrzeug nehmen. So, erste Runde ist rum. Okay, Kurvenlage. Hier ist ja schon wieder so ein Bugatti-Fahrzeug. So, ja, ich denke, zu der Videoqualität können wir jetzt kommen. Wie gesagt, 1080p, 5 Punkte, volle Punktzahl, 720p hatte dementsprechend natürlich auch. Das heißt auch 10 von 10 Punkte. Ruckler und Ausfall des Bildes habt ihr eben nicht gesehen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen gibt es da auch volle Punktzahl. Da brauchen wir uns gar nicht drüber weiter zu unterhalten eigentlich. Da war, denke ich, von Anfang an klar, dass der gute Onkel hier, Onkel Kevinson, volle 25 von 25 Punkten bekommt. Das steht außer Frage. So, dann schauen wir doch mal in einen anderen Part rein. Wie wäre es mit My Old Favorites, Warcraft 2. Sagt mir jetzt nichts, habe ich bisher noch nie was von gehört und wir werfen einfach mal einen Blick rein, würde ich sagen. Vorher natürlich wieder die Einstellungen überprüfen, 720p und Anmerkungen aus. Und etwas in die Mitte vorspulen und jetzt können wir starten. Wenn es denn startet. Na komm. Ah, so ein blöder Zauberer wieder. Da oben ist schon wieder ein Dings. Von allen Seiten wieder. Ich kann mich nicht konzentrieren auf eine Seite. Das nervt so hart. Nein, diese blinden Zauberer. Ah, da waren sie. Egal. Geht schon. So, ich habe schon wieder einen Turm verloren. Ich baue nochmal einen. Ja, nochmal jetzt auf damit. Jetzt slowt er schon meine Peons, damit ich zu langsam baue. Na, es ist zu wenig Gold, geil. Ja, mit zu wenig Gold kennen wir uns, denke ich, mal alle aus. Aber jetzt zur Audioqualität und zwar Störgeräusche. Keine, 5 von 5 Punkten. Mikroqualität, super. Ja, ich habe gerade nochmal nachgedacht, aber ja, super, stimmt schon. 10 von 10 Punkten, Aussprache, man versteht ihn deutlich und sehr gut. Das heißt, 5 von 5 Punkten, volle Punktzahl. Und Sound ist auch immer gut abgemischt bei ihm, da gibt es auch nichts zu meckern, das heißt auch 5 von 5 Punkten. Und das gibt bei der Audioqualität auch 25 von 25 Punkten. So, wir schauen uns noch ein anderes Video an und dann komme ich zur Motivation. Und dann müsste ich vielleicht nochmal die ein oder andere Sache sagen. Diese Bewertung ist mir nämlich nicht ganz leicht gefallen. Aber egal, wir schauen uns erstmal Cave Story an. Und improvisieren wieder mal die Einstellung. Ja, genau. Überprüfen wieder mal die Einstellung, weil das Wort, was ich suchte. Spulen ein bisschen vor und drücken auf Parley. Ja, bam, bam, bam. Vielleicht kann ich auch mit der Kohle jetzt schon was anfangen. So, hier komme ich jetzt nicht rein, ne? Okay, da gibt es kein Schloss. Okay, auch noch nichts machen. Schade. Ausprobieren, hier war auch nichts, ne? Nee. Oh, warte mal, warum ist denn der Herzcontainer wieder da? Ach, ich bin wieder draufgegangen, hab den mir gar nicht geholt, das vergesse ich immer. Opa, Vorsicht. Machen wir es jetzt nochmal. Gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Hab ich ganz vergessen. So, nein. Gut. Dankeschön. Wir haben uns bald wieder. Jetzt haben wir wieder 20, sehr schön. So, ja, nach diesem kurzen Ausschnitt würde ich sagen, kommen wir mal zur Motivation. Sprachlos, warum wir uns nicht drüber unterhalten, ist sehr gut. Da gibt es 5 von 5 Punkte für, da er ja so weit durchgehend redet, aber das als Let's Player halt nicht so leicht ist, weil man sich ja auch auf Spielen konzentrieren muss, wie ich ja schon bei der letzten Review sagte. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht noch eine Kleinigkeit ändere. Aber ich denke, das muss ich einfach mal machen. Da habe ich mir mal meinen tollen Stift hier. Ihr habt das ja alles auf Blatt. Quasi meine Bewertungen schreibe ich ja immer auf Papier mit einem echten Stift. Wer hätte das gedacht? Und das im Zeitalter von iPads und Smartphones. Unfassbar, oder? Dass man noch Zettel und Stift benutzt. Das geht wirklich. Probiert es mal wieder aus.
verlangt euch nicht so viel ab, wie ihr denkt. Jetzt geht's aber weiter. Und zwar bei der Motivation, da hatte ich beim Spaß erst 9 von 10 Punkten gegeben, aber ich muss jetzt sagen, ja, also er bringt es schon rüber, sehr gut rüber, und ich habe auch Spaß. Also mir geht's so, wenn ich seine Videos gucke, habe ich Spaß beim Gucken. Ich freue mich mit ihm, und das ist doch das Wichtigste, und deswegen gibt es für den Spaß am Spiel 10 von 10 Punkten. Also Vollpunktzahl, da müssen wir, denke ich mal, nicht mehr drüber reden, weil das ist, ich denke, absolut gerechtfertigt, oder? Was meint ihr? Schreibt es wie immer in die Kommentare. Konstruktive Kritik natürlich immer gewünscht, entweder an meinen Bewertungen oder an irgendwas anderem. Wie dem auch sei. Und Betonung, ja, ich bin der Meinung, dass es den perfekten Let's Player nicht gibt, und deswegen habe ich gerade bei Onkel Kevin Sinn, weil seine Videos gerade so gut sind, in Klammern nach Fehlern gesucht. Wie gesagt, in Klammern, weil ja, man sucht sich ja eigentlich nur das Beste raus, um ihn so gut wie möglich dastehen zu lassen. Ich nehme jetzt nicht sein schlechtestes Video aller Zeiten und zeige es allen und sage, das ist richtig kacke, geht da nicht hin, sondern versuche natürlich immer gute Videos zu zeigen, auch neue Videos, um ihn natürlich ja, gut darzustellen. Sonst wären die Kanal-Reviews wahrscheinlich nicht so erfolgreich, möglicherweise. Jetzt muss ich aber sagen, die Betonung ist ganz gut, aber ganz gut ist nämlich nicht perfekt, deswegen da nur 9 von 10 Punkten. Was ich allerdings im Gegenzug sagen muss, ich finde, Onkel Kevinson hat eine extrem sympathische Stimme. Also ich höre ihn unglaublich gerne zu, während er spielt. Und ich muss sogar sagen, dieses Ämmerndauern, ne? Alter, ich muss mir das abgewöhnen. Und ich würde schon wieder. Und ich würde sagen, er hat sogar eine sympathischere Stimme als Gronkh, finde ich, meiner Meinung nach. Es hört sich lassen. Es hört sich einfach sehr gut an, finde ich. Und deswegen ändert das trotzdem nichts an der Betonung. Für die Motivation gibt es da ja 24 von 25 Punkten. Und wir schauen jetzt mal, was der Rechner uns so sagt. Was kommt denn insgesamt dabei raus? Lieber Rechner, wir fragen dich mal und sagen 25 Punkte Videoqualität, 25 Punkte Audioqualität, 25 Punkte Audioqualität, dann sagen wir 24 Punkte Motivation und 24 Punkte Bonus. Was kommt denn da jetzt genau raus? Ja, 98 Punkte. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch von mir. Einer der besten Let's Player, die ich bisher so gesehen habe und auch vorgestellt habe. Zumindest jetzt einer der besten, beziehungsweise der beste in der neuen Kanal-Review-Kategorie. Mit dem alten werde ich es nicht vergleichen, weil das ist einfach nicht möglich, ihn mit den alten zu vergleichen, weil das Bewertungssystem natürlich sich über die Zeit verändert hat und jetzt völlig anders ist als damals. Und mit den 98 Punkten wäre er ja nicht mehr in der Platin-Liga. Das würde ja bedeuten, er wäre nicht mal so gut, wie er jetzt ist. Aber da er so gut ist, wie er jetzt ist, das heißt, er ist so gut, wie er jetzt ist. Das heißt, er ist wirklich gut. Ja. Und ich würde sagen, das war's für diesmal mit der Kanal-Review. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber mir ist es gerade abhanden gekommen. Vielleicht schreibt es jetzt ins Video. Und wenn nicht, dann war es nicht wichtig und ich habe es total vergessen. Und ja, ich würde einfach sagen... Ach ja, eins wollte ich noch erwähnen. Frage, warum nur 56 Abos? Ich meine, er hat eine sympathische Stimme. Er hat 1080p Videoqualität, ohne Ruckler, ohne alles. Sein Mikro ist genial. Also man versteht ihn wirklich gut und seine Motivation ist... awesome einfach, das Kanalbanner ist geil, er hat immer Ordnung drin und er hat ein Vorstellungsvideo und trotzdem nur 56 Abos? Leute, ehrlich? Also wenn ich nach guten Let's Playern suche, dann würde ich auf jeden Fall bei Onkel Kevinson anfangen. Und das ist einfach
Gut, seine Projekte sind vielleicht jetzt nicht was für jedermann. Ich meine, ich stehe nicht so auf. Doch, eigentlich finde ich Autorennspiele geil. Ich kenne sie bloß halt nicht spielen. Dann Warcraft, damit kann ich so gar nichts anfangen. Cave Story ist auch so, habe ich auch nichts von gehört. Aber trotzdem, jetzt mal unabhängig von den Spielen, ist er doch ein super Let's Player. Mit jeder Menge Humor und ich würde sagen, abonniert ihn und mich auch, wenn ihr möchtet. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ihn. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Kanal-Review bzw. beim nächsten Video wieder.